Transfergerüchte von Bundesliga-Vereinen werde ich heute auf YouTube suchen und im FC25 Karrieremodus realisieren. Absolut verrückte Transfergerüchte werdet ihr heute sehen und auch Sachen, die über den Fußball hinausgehen und auch Sachen, die absolut zu weit gehen, aber dazu später mehr. Dranbleiben lohnt sich, denn die KI wurde hier so richtig kreativ. Und das Ganze sehen wir hier auch direkt beim ersten Video. Dringend, Neymar unterschreibt beim FC Bayern und kommt 2025. Also da bleiben jetzt keine Fragen mehr offen. Fabrizio Romano würde sagen, dann Deal. Aber irgendwie hat er hier dazu noch nichts gepostet. Also wie kann er so eine große Nachricht hier verpassen? Also diese seriöse Nachricht ist wohl ganz explosiv für die 6 Zuschauer. Springen wir rein ins Spiel. Die neue Nummer 13 beim FC Bayern ist Neymar. Ein Transfer, der absolut Sinn macht. Also zumindest bis zur ersten Verletzung. Mit dem Transfer ist die Meisterschaft zu 100% sicher. So wie eine Verletzung von Neymar am Geburtstag seiner Schwester. Oder vielleicht doch nicht, denn jetzt sehen wir den Transfer-Coup von Dortmund, die sich einfach mal Florian Wirtz holen. Allen Dortmund-Fans wird das natürlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gucken wir hier mal in die Kommentare. Florian Wirtz, der neue Spieler beim BVB. Die Fans freuen sich und das war schon vor 7 Tagen. Ja, in den letzten 7 Tagen habe ich Patrick starmäßig wieder unter einem Stein gelebt. Der offiziell bestätigte Transfer gefällt aber nicht allen Fans hier. Denn der BVB hat ja schon genug Milchbrötchen im Kader. Also ich habe Gerüchte von Bayern München, Real Madrid oder Manchester City gesehen. Aber da habe ich dann wohl den falschen Leuten vertraut. Hier gibt es also direkt den zweiten Transfer. 2 weitere Transfers wird es gleich noch geben, bevor wir dann auch richtig in die Karriere reingehen. Dann schauen wir da mal, wie es mit den neuen Spielern läuft. Und da gucken wir gleich ganz speziell auf den DFB-Pokal, denn sensational. Schalke wird da gleich mit einer 80er Gesamtstärke ins Turnier gehen. Und damit wird der neue beste Spieler von Schalke 7 Gesamtstärken und 14 Millionen an Marktwert mehr haben als der aktuelle. Also das ist wirklich weltmeisterlich, um nicht zu sagen sensational. Für alle Dortmund-Fans auch ein sehr interessanter Wechsel, der wird wieder für ordentlich Spekulation sorgen. Ist jetzt hier die neue Nummer 7 und apropos 7, danke für 70.000 Abonnenten. Das sind mehr Leute, als ins Schalke-Stadion passen und die sehen direkt den nächsten Transferhammer. Nicht Modest, sondern ein anderer Ex-Dortmunder mit Mats Hummels kommt jetzt. Ich glaube, Schalke hat das Transfersystem ein bisschen überarbeitet. Neue Voraussetzungen, hat mal bei Dortmund gespielt. Aber klar, wenn Jeff Bezos hier Schalke übernehmen will, dann sind solche Transfers natürlich kein Problem. Also die Geldsorgen gehen in den verdienten Ruhestand. Und dann wird auch noch Raoul Schalke Trainer. Also das S, das steht für sensational. Und ein alter Stürmer bekommt sogar noch einen neuen Stürmer. Endrick wird von Real Madrid ausgeliehen. Okay, bevor ich mir noch weitere unglaubliche Nachrichten angucke, muss ich jetzt hier mit diesen Spielern reingehen. Also wenn es mit den Spielern hier nicht mit dem Aufstieg klappt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber vor allem der DFB-Pokal wird natürlich interessant. Erstes Spiel hier und wir sehen einen Dreierpack von Mario Götze. Hat er auch noch nicht so oft in der Karriere gemacht. Ich glaube, Raoul, der kann zaubern. Nach dem Spiel kommt aber leider noch eine schlechte Nachricht rein. Die KI-Stimme im Video konnte mir aber leider nicht sagen, wo er hinwechselt. Aber das Geld sitzt jetzt sowieso locker. Und der neue Sportdirektor hat auch gar keine Lust zu verhandeln. Und damit meine ich nicht Hövedes, der es für 2 Tage war, sondern Schweinsteiger. Also der hatte dann wahrscheinlich Wichtigeres zu tun. Schauen wir mal, wie es ohne ihn läuft hier in der nächsten Runde vom DFB-Pokal. Gegen Freiburg gibt es aber hier direkt erstmal 2 Gegentore. Aber innerhalb von 11 Minuten gibt es hier auch den Ausgleich und damit die Verlängerung. Aber in der schießt Freiburg dann das Siegtor. Aber klar, Freiburg war hier auch haushoher Favorit. Auch mit den neuen Spielern wäre das eine Überraschung gewesen. Trotzdem einen guten Fight abgeliefert. Ich denke, danach sagt erstmal kein Spieler, ich will diese schreckliche Trainer hier weg. Und jetzt gucken wir mal, ob der neue Trainer den Aufstieg mit Schalke geschafft hat. Mit Mario Götze, der hier einfach mal 34 Scorer-Punkte sammelt. Spieler der Saison, würde aber trotzdem nicht. Das wird die deutsche Version von Cristiano Ronaldo und das ist kein gutes Zeichen. Dann sehen wir auch noch, dass Köln hier 4 Spieler im Team der Saison hat. Reicht es hier für den Aufstieg oder klappt es selbst mit den neuen Spielern nicht und es reicht hier für den Aufstieg? Ja, zur Seite wollte ich hier eigentlich nicht. 0:4 sehen wir auch hier in der Conference League. Aber vor allem sehen wir 0:4 hier auf Platz 1 in der zweiten Liga. Ja, und nach dem Aufstieg in die erste Liga überlegt sich Sané auch wieder zurückzukommen. Gute Zeiten hier für die Schalker. Für Florian Wirtz und Dortmund lief es aber hier nicht so gut. DFB-Pokal direkt im Achtelfinale schon rausgeflogen. Und im Halbfinale sehen wir den nächsten Spieler mit Neymar, der sich hier gegen Leverkusen durchsetzen kann. Und vor allem kann sich Braunschweig hier durchsetzen. Und das nicht nur im Halbfinale, sondern auch im Finale. Jetzt mache ich mich die ganze Zeit hier über unrealistische Transfers und so weiter lustig. Und dann passiert hier einfach sowas in der Karriere. Aber in den News habe ich nicht nur Werbung gesehen, die jetzt neuerdings im Karrieremodus drin ist. Finde ich übrigens auch völlig in Ordnung, dass ich fast 100 Euro für das Spiel bezahle und dann noch Werbung bekomme. Das hier ist die beste Firma der Welt! Aber das meine ich nicht.
Richtig, ich meine das Champions League Finale. Da hat es Dortmund nämlich mit Wirtz hier schon wieder geschafft. Aber wie auch in echt im letzten Jahr verliert Dortmund hier das Finale. Trotzdem natürlich ein riesiger Erfolg. Florian Wirtz auch mit den meisten Vorlagen in der Champions League. Ich würde sagen, wir machen noch eine Saison und da wird es noch verrückter. Ja, Bayern und Dortmund haben Upgrades bekommen. Leverkusen wird hier trotzdem Meister. Die verlieren aber jetzt hier direkt einen ganz wichtigen Spieler mit Xhaka. Aber dafür kommt auch ein neuer Torwart, der einfach mal ein Gehalt von 90 Millionen Euro bekommt. Das wird, denke ich, das Monatsgehalt sein, weil sonst ist das natürlich auf so einer Geringverdienerbasis. Aber wir sehen hier den Kreis, da ist seine Hand, wo er gerade unterschreibt. Es ist nicht nur neu und heiß, es ist auch offiziell. Und es geht direkt weiter beim VfB Stuttgart. Das Geheimnis ist gelüftet. Goretzka wechselt zum VfB. Das ist natürlich ein sensationaler Transferhammer. Ich hoffe, bei dem Video hat keiner einen Like da gelassen. Das könnt ihr hier bei diesem Video aber gerne machen. Probier hier einfach mal was Neues aus. Wenn es hier die 1000 Likes gibt, dann werde ich davon mehr machen. Und jetzt wollen wir natürlich noch mehr Transfers sehen. Und der nächste für den VfB kommt hier vom FC Bayern. Also ich denke mal, es geht hier zum VfB, auch wenn in der Überschrift Stuttgart FC steht. Und naja, das ist jetzt keine neue Nachricht. Da hätte ich vielleicht auch früher drauf kommen können. Aber erst den Spieler in Titel und Thumbnail reinpacken und danach ein Geheimnis draus machen, macht eigentlich keinen Sinn. Aber es gibt auch noch neue Spieler hier mit Lakaka. Der wird der neue Stürmerstar bei Stuttgart FC. Und nur 2 Stunden später machen sie dann auch noch was für die Defensive. Da kommt nämlich noch Jonathan Tah. Und auch Bayern holt sich hier einen neuen Verteidiger mit Van Dijk. Aber um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, dass es keine Fake News hier sind, bin ich hier nochmal zu Bayern Nachrichten offiziell gegangen. Und auch da ist es bestätigt. Immer nochmal ein zweites Mal recherchieren, bevor man irgendwas glaubt. Und auch hier sehen wir wieder einen Brasilianer. Hut ab für City. Der FC Bayern war schneller und hat damit jetzt eine brasilianische Flügelzange. Und jetzt sehe ich hier eine richtig coole Sache. Die Kanallegende Jeremy Pino hat in einer Dortmund-Karriere einfach mal 768 Scorer-Punkte gesammelt. Und der wechselt jetzt auch einfach in echt zu Dortmund. Von der Gesamtstärke jetzt kein absolut krasser Transfer, aber trotzdem ein richtig guter 87 Potenzial. Und es geht hier direkt weiter mit dem nächsten Transfer, wo es viele Gerüchte beim FC Bayern gab. Aber den Handschlag gibt es dann am Ende mit Dortmund. Aber Frankfurt holt sich hier im Gegenzug Kleindienst. Und dann gibt es auch noch eine Verstärkung von Manchester United. Ja, und das wird hier einfach mal Anthony. Da schauen wir natürlich ganz genau drauf. Und hier schauen wir auch nochmal ganz genau drauf. Klopp kehrt hier zum BVB zurück. Schauen wir hier mal in die Kommentare. Der Kloppo, der kann erstmal nach Schalke kommen. Der kocht doch schön mit seiner Frau und reist doch jetzt erstmal. Lass dir mal schön in Ruhe, ansonsten kann er nach Schalke kommen. Bester Mann. Ein paar Wechsel wird es hier noch geben, aber leider nicht bei allen Bundesliga-Vereinen. Auf die Idee von dem Video bin ich gekommen, weil mir dieser Kanal hier empfohlen wurde oder angezeigt wurde. Da wurde mir gesagt, dass Messi zu Werder Bremen kommt, aber davon ist hier nichts mehr zu sehen. Ja, echt blöd gelaufen, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich nachgucken soll, um hier bei dem Werder-Messi-Thema auf dem aktuellen Stand zu sein. Aber jetzt mal kurz Spaß beiseite. Sowas mit Transfers ist ja ganz lustig. So wie hier zum Beispiel bei diesem Schalke-Kanal, wo man ganz offensichtlich weiß, dass das nicht passieren wird. Also zumindest die meisten. Und auch solche Nachrichten sind hier so ein bisschen übertrieben. Also zu sagen, dass Müller seine Karriere beendet, ist natürlich kompletter Clickbait. Aber im Vergleich zu solchen Titeln hier, natürlich nur eine kleine Sache. Also ich weiß, das macht eine KI und so weiter. Trotzdem wird es da jemanden geben, der weiß, dass solche Videos hier hochgeladen werden. Also das ist echt eine Sache, die eigentlich nicht auf YouTube online bleiben sollte. Also lasst euch von solchen Nachrichten nicht täuschen, nicht nur im Fußballbereich. Aber das hier ist ein Fußballkanal und deswegen wollen wir damit natürlich auch weitermachen. Wir sehen Lewandowski, Dybala und auch Casemiro wechseln hier zu Leverkusen. Also für die Konkurrenz sind diese Transfers schon mal keine gute Nachricht. Also zumindest die ersten beiden Transfers. Und Dortmund holt sich hier auch nochmal eine richtig gute Verstärkung mit Nico Williams. Und auch Kimmich kommt hier zum BVB. Aber die Bayern holen sich mit Rodri hier einen richtig guten Ersatz auf der Position. Und jetzt ist die Transferphase vorbei. Wir gucken jetzt mal, was mit den neuen Transfers hier so passieren wird. Und in dieser Karriere werde ich Werder übernehmen. Messi ist natürlich auch mit dabei. Beide Torschützen von Dortmund sind hier neue Transfers. Mal gucken, ob die anderen auch so abliefern. Und auch bei Bayern trifft ein neuer Transfer. Rodrigo und Neymar haben wir auf den Außen aber nicht gesehen. Hier sehen wir nochmal ganz kurz die Transfers. Da sind ein paar interessante dabei, ich habe die jetzt mal nicht verhindert. ZOM und Stürmerposition gab es für Bayern und Dortmund und auch für Leverkusen mit Dybala und Lewandowski. Also Leverkusen wird sehr interessant. Mal gucken, wie weit die im Pokal kommen. Werder mit Messi leider nicht so weit. Und auch der FC Bayern kommt hier nicht so weit. Einfach mal Leipzig erwischt und direkt rausgeflogen im ersten Spiel. Und jetzt springen wir hier in den Februar rein. Das heißt, die Champions League Ligaphase ist gespielt. Stuttgart fliegt leider direkt raus. Da haben die Verstärkungen leider nicht geholfen. Bayern muss hier in die Playoffs. Und Leverkusen und Dortmund, die hier Zweiter werden, können die überspringen. Und jetzt bin ich direkt zum Ende der Saison gesprungen. Wir gucken natürlich in alle Wettbewerbe rein. Starten hier in der Champions League, auch wenn noch ein bisschen Europa League mit drin ist. Bayern kann sich da nur knapp im Elfmeterschießen durchsetzen.
verliert dann aber in der nächsten Runde gegen Real Madrid. Juve und Barca übrigens gegen Celtic und Brügge rausgeflogen. Komplett verrückt und auch das Elfmeterschießen von Dortmund ist komplett verrückt. 14-13 nach Elfmeterschießen. Da waren bestimmt auch ein paar Fehlschützen mit dabei. Ja, das ist ein bisschen eskaliert. Leverkusen rausgeflogen. Das heißt, Dortmund hier das einzige Team, was noch übrig geblieben ist. Und das auch nicht mehr lange. Fliegen hier im Viertelfinale raus. Dann gibt es hier noch ein geiles Finale mit Real Madrid gegen Arsenal, was Real Madrid gewinnt. Gucken wir noch auf den DFB-Pokal. Da sehen wir das Viertelfinale aus von Schalke. Die drei Transfers haben dann nicht geholfen. Direktes Duell zwischen Dortmund und Leverkusen. Dortmund kann sich durchsetzen, fliegt dann aber im Halbfinale gegen Leipzig raus, die sich am Ende dann auch den Pokal holen. Mal schauen, ob sie sich auch noch die Bundesliga holen. Sie haben schon mal den Top-Torjäger. Lewandowski, Dybala und Wirtz haben als Transfers dann auch nochmal abgeliefert. Harry Kane einfach mit 13 Vorlagen. Hat also eine richtig gute Saison gespielt. Mal gucken, ob das für den Titel reicht. Stuttgart hier auf dem 8. Also Jonathan Tah, Goretzka und Lukaku haben Stuttgart jetzt nicht so wirklich nach vorne gebracht. Sind hier hinter Werder gelandet, die ja nur einen Transfer mit Messi gemacht haben. Jetzt wollen wir mal natürlich gucken, wer sich die Meisterschaft geholt hat. Es wird schon mal nicht Leverkusen mit Lewandowski und Dybala. Und auch Leipzig holt sich die Meisterschaft nicht. Der deutsche Meister, wenn es nach den Transfergerüchten geht, wird hier am Ende der FC Bayern. Da hat selbst der Stürmertransfer von Dortmund nichts gebracht. Aber das Ganze hat hier Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns jetzt gerne im nächsten Video.